Also ich bin die Maya. Ich bin die Ella. Und ich bin die Sophia. Wie alt seid ihr? Ich bin 8. Ich bin auch 8. Und ich bin 11. Wieso seid ihr hergekommen? Ich bin eigentlich hergekommen, weil ich Programmieren lernen mag. Also ich bin da, weil meine Mutter halt Mentorin ist und da sollte ich halt mitkommen und hat es mir gefallen und ich musste sozusagen auch für die Schule CMS und HTML lernen, weil wir das da auch machen. Und deswegen bin ich da jetzt immer mitgekommen bis jetzt. Was gefällt euch an Coda Dojo am allerbesten? Mir gefällt es richtig gut, Filme zu drehen, weil wir machen ganz viele schon. Und genau, mir gefällt es richtig gut. Habt ihr hier schon viele Freunde gefunden? Ja, ich habe zum Beispiel dich als Freundin gefunden. Wie oft warst du schon beim Coda Dojo? Also mit heute das 7. Mal. Wie fandest du das Coda Dojo beim ersten Mal, wo du da warst? Ich habe mich erstmal umgeschaut und da war es noch woanders. Wie findest du die Mentoren? Ganz nett. Ich bin der Dennis und bin 12 Jahre alt. Wie ist es für dich, jetzt das erste Mal so blind beim Coda Dojo zu sein? Toll, weil da werden meine Interessen vertreten. Ich mag programmieren, Webseiten programmieren und so. Und die Mentoren sind auch ganz nett. Wie heißt du? Ich bin der Alex. Was machst du hier? Teils für Websites, teils für YouTube. Filme drehen, Filme schneiden zuständig oder halt auch iPhone-Apps. Wie heißt du? Frank. Wie bist du dazu gekommen, hier in Coda Dojo reinzugehen? Also ins Coda Dojo? Der Yoshi war so gemein und hat mich irgendwann darauf angesprochen. Und dann habe ich am 2. Coda Dojo mitgemacht. Das war noch im Z-Bau damals. Kennst du dich gut mit Computer aus und was für Geräte hast du schon kennengelernt? Also ich kenne mich sehr gut mit Computern aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Von den Betriebssystemen erstmal habe ich natürlich Windows. Als Betriebssystem iOS für mein iPhone, das ist das hier, hat auch eine Sprachausgabe. Magst du die Kinder hier? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht da. Ich habe selber 3 eigene Kinder. Wen findest du am Coda Dojo, also von den Mentoren, der allerbeste? Den allerbesten, das sind alle wieder aller am besten, weil jeder Mentor kann unterschiedliche Sachen. Und deswegen haben wir auch so viele unterschiedliche Mentoren, weil nicht jeder alles kann.